Ich glaube nicht, dass das Problem bei Rapid ein Trainerproblem ist. Es ist immer so, wenn du heute keinen Erfolg hast, ist immer der Trainer der Erste. Das ist ein kleiner Verein. Aber es lässt sich auch statistisch beweisen, Trainerwechsel haben sie in der Regel oft nie bezahlt gemacht. Und wenn du einen Trainer auf einen Trainer dann weiterhältst und ihm weiter das Vertrauen schenkst, es geht ja auch um die Spieler. Weil du bist ja immer, wenn du einen Trainerwechsel machst, ist ja immer das Alibi für die Spieler. Der Trainer ist zu schlecht, der kann uns nicht behandeln, der kann mit uns nicht trainieren, der Trainer ist zu schlecht. Jetzt muss ich schon eins einmal sagen, in irgendeiner Form, und da bin ich jetzt Typen, in irgendeiner Form muss ich sagen, die Spieler müssen einmal selber sagen, weil die spielen. Und wenn die Gas geben und wenn die Zweikämpfe gewinnen und wenn die auch die Chancen verwerten, und ich glaube, dass Rapid schon eine Mannschaft ist, die das auch kann.